und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mein Bauernhof. So, wir müssen uns mal wieder eindecken hier mit... Ja, es fehlen wieder die Proteine, die waren im Fisch. Alter, was ist denn jetzt los? 821? Ich musste das mit den Kohlpunkten mit anders überlegen. Wieso ist denn das jetzt auch immer so viel? Oder wird das jetzt auch hoch multiplikatiert? Ich rall das nicht. Dann müssen wir, sonst müssen wir die Punkte wieder runterdrehen. Hä? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich lasse es erstmal laufen. Wir haben jetzt 3 Tage lang ungefähr. Ne? Also die ersten Folgen hatten wir überhaupt keine Punkte. Jetzt haben wir vielleicht zu viele. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wie ihr das seht, wie wir das machen sollen. Ich bin mir gerade unschlüssig. So, wollen wir noch einen Baum fällen, damit wir noch ein bisschen... Und dann können wir in die Mine gehen. Und die Axt ist auch gleich alle. Dann würde ich sagen, wenn der Weg hier lang gehen soll, dann müssen wir den Baum da vorne noch entfernen. So, wie war das jetzt mit den Blättern? Dann müsste ich hier so, ne? Hallo? Ja, ist auf jeden Fall Samen gegeben. Ja, da bin ich also gerade verwirrt, aber es scheint... Nee, es scheint jetzt die richtige Anzeige... Also, die Anzeige scheint sich aktualisiert zu haben. Dann passt das ja alles. So... Die schlagen immer noch aus. Ist doch kein Rasen. Aber wir brauchen auf jeden Fall Eisen. Das heißt, wir müssen jetzt sehen, dass wir mit der Mine weiterkommen. Das Holz können wir erstmal noch hier liegen lassen, weil wir haben eh keinen Platz. Ich glaube auch nicht, dass das despawnt. So, und in der Reihenfolge, wie wir uns das überlegt hatten, war jetzt in den letzten Folgen, wir wollen jetzt erstmal diese ganzen Steine-Geschichten bauen. Wenn wir die dann haben, dann können wir mit deren Hilfe, also nicht die Steine-Geschichten bauen, sondern wenn wir die Steine verbrauchen, dann haben wir wieder Platz unten im Lager. Allerdings ist der Verbrauch jetzt nicht so wirklich so grandios hoch. Na gut. Mortar Stormbrown 2. Da können wir hier ordentlich nochmal Wege bauen. Können also hier nochmal einen ganzen Wagen Steine rausfahren. Aber es ist ja auch nicht viel, ne? Also irgendwie... Irgendwie... Eines Tages. Die ganzen Autos mal eben vollpacken, bis wir das Lager... Aber das Lager braucht ja auch nichts. Und dann haben wir noch das Problem, wir müssen ja diesen ganzen... Wir müssen das ja irgendwann loswerden, weil das wird ja immer mehr. Muss das anders machen. Ich muss hier reingehen, dann geht das einfacher. Die Erde will ich jetzt auch nicht da reinpacken. Aber das Holz sollte alles in das obere Stockball. Dann haben wir das ein bisschen ordentlich... Ist auch ein bisschen schwierig, ne? Dass man immer genau sieht, dass man das immer schön sauber... in den Lagern auch, dass man die auch ausgenutzt hat. Jetzt kommen wir schon wieder nicht tiefer, verdammt. Aber dafür haben wir diese wunderbare Straße hier gebaut. Das wird uns noch ärgern, dass wir das nicht... Oh, das wird uns noch ärgern. Siehst du? Da nehme ich den Salat. Ja. Kriegen wir alles hin?
können wir so eben so machen. Aber ich sehe schon, irgendwann die Rampe hier reinbauen. Ich sehe schon. So, in die großen Karts geht Gott sei Dank ein bisschen mehr rein. Also, ihr seht, das ist auch Lagermanagement. Und bevor ihr euch jetzt wundert, warum fange ich das jetzt an? Das Ding ist, wir werden das noch sehr viel machen müssen, denn wenn wir Eisen verhütten, wir verhütten eigentlich nur Eisen, um das nächstgrößere Eisenverhütungsding freizuschalten. Was anderes will ich mit dem Eisen gar nicht machen in der Zwischenzeit. Und vielleicht Waffen reparieren. Also Waffen im Sinne von Sachen reparieren. Das werden wir noch sehr viel machen, weil das Spiel ist schon so ausgelegt, dass der Müll uns wirklich im Weg ist. Ne? Der soll wirklich stören. Wir sollen sehen, dass wir hier in der Umwelt Drecksau sind. Hier habe ich noch keine Rampe hingebaut. Dass wir in der Umwelt Drecksau sind, die alles kaputt macht. Das will uns das Spiel schon sehr, sehr nachdrücklich auf die Nase drücken. Und diese Schlacke zum Beispiel, ne? Irgendwie für einen Eisenbarren füllt es ein halbes Lager mit Schlacke. Also wir werden da noch jede Menge Spaß bekommen. Das sehe ich schon kommen. So, dann schauen wir mal, ob wir von hier ins Lager kommen. Sieht ganz gut aus. Hier werden jetzt die Wege gebaut. Da ist natürlich auch, die bauen auch nicht viel Platz. Hatte ich mir auch ein bisschen anders vorgestellt, ehrlich gesagt. Aber die können wir ja schon mal wieder einräumen und dann auch weiterverwenden. Und hier schon mal die nächsten 30 bestellen. Ich glaube, die werden ja auch schon da reingezogen. Aber klar, ne? Je mehr Effizienz das Ding hat, desto komplizierter wird es dann irgendwann mit der Zeit. So. Und die Erde, da machen wir nochmal hier so ein bisschen Terraforming an einer Ecke. Ich glaube, da sind wir schon mal ein gutes Stück weitergekommen. Hier waren noch so ekelhafte Löcher. Aber irgendwas ist hier noch. Ach, da sind noch Äste unten drin. Die wir eigentlich brauchen. Ei, verdammig. Wurde mal ein paar Firmkes gekriegt. Sehr gut. Und ein bisschen mehr Platz haben wir jetzt auch. Falsches Loch, wollte ich gerade schon sagen. Wo sind sie hin? Da. So, ja, dann nochmal ab in die Mine, damit wir das letzte Ding da fertig kriegen. Dann nehmen wir auch mal direkt die Lager mit, die wir dafür gebaut haben. Geil, ne? Man kann so ein ganzes Lager kann man mit sich rumschleppen hier. Das ist, geht schon. Ah, ich glaube, das mit den Skillpunkten sieht jetzt normal aus, oder? So war es früher immer. Da haben wir eine ganze Zeit jetzt verquast hier mit ohne Skillpunkte. So, und hier müssen wir mal weiterbauen. Das heißt, wir müssen mal eben einmal kurz alles nach oben befördern, damit wir noch ein bisschen Platz haben. Aber das wird nicht reichen, fürchte ich. Das hier ist das obere Lager, ne? Oh, ich hätte die mal alle benennen sollen, damit wir nicht durcheinander kommen. Warte mal. Keller 1. Huch. Keller 2. Keller 3. So, jetzt wollen wir von Keller 3 in Keller 2 schieben. Oder der idealerweise in Keller 1, aber das passt nicht.
So, diese Verschiebeaktion, ne, die machen wir dann später auch mit dem Sondermüll. So, jetzt müssen wir von Keller 2 in Keller 1. Das ist auch ein wertvoller Tipp übrigens, dass man das größer machen kann, aber... So, damit ist Keller 1 voll. Das ist Keller 3. Und hier käme Keller 4 dann hin. Sehr gut. Das heißt, wir können hier jetzt noch von Keller 3 in Keller 2... Hä? Bin ich hier total Banane? Keller 2, Keller 1, Keller 3 hat noch Platz. Genau, so sollte es sein. Na, warum ist denn jetzt der Keller nicht mit dem oberen Stockpile verbunden? Doch, ist er. Schieben wir da noch ein paar Steine rein. Also eins könnten wir zur Not überspringen, habt ihr gerade gesehen, ne? Aber zwei halt nicht. Ja, keine Ahnung, wie wir das lösen. Machen wir erstmal weiter. Ja, die Frage ist dann, in welche Richtung bauen wir dann hier unten aus? In welche Richtung bauen wir weiter? Ich frage mich auch gerade, wie wir das auf unserem Server damals gemacht hatten. Wir müssten ja eigentlich dann theoretisch für alles, was wir da unten rausgebaut haben, das irgendwie verarbeitet gehabt haben, weil sonst hätte uns das ja auch alles immer den Platz zugemüllt. Weil das, was wir hier raus aushebeln, ja, das braucht ja den gleichen Platz wieder. Haben wir da Außenlager hingebaut? Ich könnte natürlich jetzt oben noch jede Menge Lager nach draußen stellen. Lala. Lala stellen wir nach draußen. So. Gucken wir mal. Und dann ist es ja auch immer cool, wenn man das dann fertig hat, ne? Also wenn man schön dranbleibt an so einem Thema. So. Ne, Stichwort langer Atem hatten wir ja vor ein paar Folgen schon. Ja, irgendwie reden wir sehr wenig über Themen, sondern ein bisschen mehr über Spiel. Und ich glaube nämlich, dass für Relax das ermüdender ist. Wir haben hier so viele Talk-Formate, dass ich mich da auch nicht doppeln möchte, ne? Ist aber auch nicht schlimm. Im Moment haben wir noch genug über Spiel zu erzählen. Unter anderem, wie lahmarschig wir hier vorankommen. Kann ich auch ein bisschen an diesem Kohle-Ding liegen, ne? Da haben wir ja ein bisschen Wand rausgebaut, die wir nicht brauchen. Und dann haben wir immer so ein bisschen Wand von den Treppenstufen hier, ne? Macht ja auch was aus. So, dann haben wir 1, 2, 3, 4. Ich bin gespannt. Aber ich glaube, die Entscheidung, diese Treppe da reinzubauen, die war falsch. Ich glaube, das werden wir noch bereuen. Da wäre es doch cooler gewesen. Wenn wir hier jetzt mit dem Fahrzeug runterfahren könnten und dann sagen, keine Ahnung, jetzt packen wir mal das alles irgendwie, den ganzen Kram mal irgendwie in Lager JWD. Guck mal, wir haben, ja, ein paar Plätze haben wir noch. Es könnte sich so gerade ausgehen. Aber wie sollen wir dann weitermachen? Wie Platz schaffen? Das Lager muss dann auch so aufgebaut sein, dass rund um den Block irgendwie muss dann auch Erde drumherum und dann müssen noch so und so viele Blöcke oben drauf. Das muss dann wieder zugekippt werden. Das ist natürlich gut, wenn wir die Steine und alles noch hier haben.
Und Erde und weiß der Geier was? Das wird schon kompliziert werden. Und wie kompliziert? Das sehen wir. Nein, ich habe es wieder getan. Das soll er wieder schließen, das Loch hier. Das sehen wir dann in einer der nächsten Folgen. Ach, ich bin immer so ungeschickt. Und bei einer dieser nächsten Folgen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei sein würdet. Und natürlich auch diesen Kanal weiterempfehlt, dieses Format weiterempfehlt und so weiter und so fort. Dass es noch einen YouTuber gibt, die ja nicht herumplärren müssen und anderen Leuten mit der Schaufel auf dem Kopf und so weiter. Einfach nur entspannt und locker flockig spielen. So. Oh, ja, wir sind zu hungrig. Also machen wir kurz einen Cut hier und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen. Haut da rein und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.